Da sind wir doch schon wieder. Schön, dass ihr wieder da seid. Willkommen zurück in Evil Within 2. Wir befinden uns mitten in Theodors Festung und müssen uns zu ihm durchkämpfen. Er hat uns jede Menge Viecher in den Weg gestellt bis jetzt. Wer weiß, was hier sonst noch kommt. Wir müssen weiter hier hoch. Aber das werden wir schon entdecken, denke ich mal. Auf jeden Fall steht er unglaublich auf Feuer, der Gute. Oh. Und lässt uns keine Option zurückgehen. Zum Glück habe ich da noch gesprochert. Kommen wir da nicht ran? Muss ich dagegen schießen, oder was? Jo. Okay. Oh, das verändert mich dampf, wie ich letzte Folge schon sagte, an die Szene aus Teil 1. Aber übelst. Na, was ist denn das für einer? Den habe ich zum Glück noch gesehen. Ich wollte ihm einen erst ins Gesicht schießen, aber der hat es eine Eisenmaske auf. Ich glaube, das hätte nicht viel gebracht. Oh. Da kommen noch mehr Herrschaften. Oh. Aber ich glaube, ins Gesicht schießen bringt nicht allzu viel. Gut, doch mehr Muni als gedacht hier. Gut, vielleicht werden wir doch improvisieren müssen. Hoffe ja, hier ist mal ein bisschen Muni finden zu können. Mal, die kommen da aus der Tür. Ah gut, wir haben ein bisschen Schießpulver wieder. Gut, so dumm, wir haben auch ein bisschen Glibber. Wo ich da jetzt in die Tür gehe, wohl, da kamen die eben raus, da geht es wahrscheinlich gleich weiter. Will ich mich hier gerne einmal umgucken. Wer weiß, ob hier nicht irgendwo Muni rumliegt. Da ist auf jeden Fall ein Hebel. Oder müssen wir da weiter? Das kannst du natürlich auch haben. Sieht schon fast danach aus. Okay, warte mal. Dann gehe ich zuerst einmal in die Tür. Bevor ich da weiter gehe. Einmal gucken, was da ist. Okay. Nein. Okay. Kann da wahrscheinlich nicht durchschießen, ne? Nee. Die Axt kriegen wir mit. Hier ist noch eine Tasche. Für Pistolenmunition, die letzte Tasche. Sehr schön. Die haben wir alle. Dann müssen wir wahrscheinlich da durch und da rennt dieser Flammhannes durch die Gegend. Okay, warte mal. Wir gehen erstmal hier lang. Sicher ist sicher. Vielleicht gibt es ja noch einen anderen Weg. Wohl, für den haben wir gar nicht genug Muni. Wohl, den können wir uns hier kaum bewegen. Vielleicht gibt es ja einen anderen Weg. Oh, wow, wow, wow. Okay. Sehr schön. Da war aber noch einer, wenn ich mich nicht verguckt habe. War auch noch eine Tür? Okay. Ich meine aber noch einen gesehen zu haben. Da ist noch ein Hebel, ja, ich weiß. Den hab ich voll. Okay. Hier ist noch ein bisschen was. Du lebst doch, oder? Nein. Okay. Ah ja, hier kannst du aber ganz schlecht erkennen, was jetzt lebt und was nicht. Gut. Ich weiß, dass hier noch irgendwo einer war.
bediene erstmal den Hebel hier, mal gucken, was passiert. Also, um die Leute da einzusperren, okay. Ja, das müssen Speed, ne? Die kommen ja gleich sofort raus. Vermute bloß mal, dass sich hier Flamboy gleich in die Arme rennen. Also Flammhornis. So, da ist definitiv noch was. Den müsste ich einmal ausschalten. Da ist er. Ich sehe ihn. Na Junge, hast du mich verloren? Nee, da ist er doch. Geht doch. Geht doch, geht doch. Sehr schön. Hier gibt es nochmal ein bisschen Glibber. Sehr schön. Also Glibber gibt es ja nochmal jede Menge, ne? So, hier unten ist auch mal nur der Weg da unten lang, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Kann auch sein, dass der richtige Weg da hinten bei Flammhannes ist. Einfach mal gucken. Das werden wir sehen, ne? Wie viele hat er denn von seinen Flammhannes? Sag mal, wie viele Leute hat er denn dazu gemacht? Okay, hier ist auch nichts weiter. Hier noch irgendetwas? Ich meine, das ist nicht ganz einfach, wenn es ihm hinzukommen, war mir schon klar. Okay, hier ist wahrscheinlich der Fahrstuhl oder sowas, nicht? Sieht zumindest ein bisschen danach aus. Erstmal den Hebel bedienen und er kommt bestimmt gleich Besuch. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Oh nein. Oh nein. Okay. Da sind noch mehr Viecher, okay. Ah, okay. Okay. Von hinten auch noch einer, alles klar. Feigen Mistviecher. Boah, ich habe nur noch eine Kugel davon. Okay. Okay, das waren drei Viecher. Aber auf jeden Fall ist hier jetzt die Treppe aufgegangen. Das ist ja schon mal was. Den scheint das hier der richtige Weg zu sein, denn... Schade, ich hätte Flammhannes vielleicht doch noch erschießen sollen. Auf jeden Fall ist das ein feiger kleiner Bastard. Ich hoffe doch mal, dass wir noch eine Möglichkeit haben, ein bisschen Muni nachzuproduzieren, ne? Bevor es jetzt zu ihm kommt, oder? Den kann ich auch mitnehmen, okay. Oh, das wäre ja sonst ein bisschen... Ich meine, ich gehe auf Pistole, ich habe eh nur noch eine Kugel in der Schrotze. Resonanzpunkt. Okay, bringt uns nichts. Er gibt mir noch eine Chance. Ja, ich gebe dir auch noch eine Chance, den Scheiß nachzulassen oder ich erledige dich. Du brauchst einen Spiegel, okay? Okay, man hat in der Tat nochmal die Möglichkeiten. Der Fahrstuhl bringt einen zu einem hoch. Oder zum Haufen noch mehr Viecher. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Da gehen wir mal kurz rein. Ein bisschen Muni herstellen. Und speichern. Aber erst herstellen. So, warte mal. Wir hatten noch einen Schlüssel, ne? Oh, Demo, da kann man auch mal vorher noch mal kurz gucken. Einen hatten wir ja gefunden. Lang. Ich habe gedacht, da haben wir vielleicht drei, vier Viecher besiegen. Vielleicht so eine Art Zwischenboss oder so, aber... Detective Castellanos. Schön, Sie wiederzusehen. Da kommt ja so einiges im Moment, ne?
So, den auch mal kurz hier gucken, weil ich meine, einen hatten wir, ne? Ja. Gut, dann machen wir den da auf. Toll. Okay, den machen wir nicht weiter auf. Verbandskosten haben wir auch noch voll. Den gucken wir hier nochmal, weil ein bisschen Glibbe hatten wir ja auch gefunden. 15.000 haben wir. Gehen wir doch mal weiter wegen Bewegung. Boah, steigert das Maximum der Ausdaueranzeige, wollten wir, ne? Oder das? Wird die Wahrscheinlichkeit, einem Angriff automatisch auszuweichen, funktioniert nicht bei allen, aber bestimmt bei manchen. Ich mache erstmal das, das kostet 10.000. Ja. Rotes Glibbe haben wir. Wunderbar. Mehr lohnt sich jetzt eh nicht, ne? Ne. Kommt ja so langsam. Sehr schön. Dann gehen wir hier wieder raus. Wir müssen auch noch Muni herstellen. Sehr schön, sehr schön. Und den Eume. Schnell hier hin. Mann, so viel Schießpulver haben wir nicht. Aber wichtig ist auf jeden Fall Schrotmuni. So. Pistolenmuni ist sehr wichtig. Die brauchen wir häufig. Auch kaum was gefunden. Jetzt war es das eh, ne? Können eine herstellen. Wow. Gut, das war's. Vielleicht sollten wir den Flammenwerfer mal benutzen, ne? Oder ich habe ja auch notfalls das Maschinengewehr noch. Das haben wir jetzt absichtlich auch noch nicht benutzt. Warte mal, eine Sache habe ich vergessen. Kann ich was verbessern, wo ich habe ja auch einen Haufen Waffenteile gefunden. Warte mal, Schrotze geht glaube ich nicht weiter, ne? Zumindest nicht bei Feuerkraft. Magazinröhre, das ist jetzt nicht so wichtig, finde ich. Und das, kriegen wir das vielleicht noch? Ein bisschen? Das kostet 800. Nein, das kriegen wir nicht. Schade, aber gut. Kann ich mal Pistole noch was machen? Weil die brauchen wir ja relativ häufig in letzter Zeit, ne? So, kritisch können wir dann nochmal auf 60 erhöhen, ne? Ja, dann machen wir das nochmal. So, ein bisschen mehr Schaden können wir da auch reinpowern. Mehr geht sowieso nicht. Gut, dann haben wir die Pistole nochmal ein bisschen nachgerüstet. Die brauchen wir in letzter Zeit ja auch häufiger. Den geben wir hier einmal Schmäuchern und den geht's weiter. Mal sehen, was noch alles kommt. Auf jeden Fall sah es so aus, als wenn wir in den Fahrstuhl müssen. Da bin ich mal gespannt. Definitiv. So. Alles nachgeladen? Nein, war nicht nachgeladen, aber gut. Ja, und Kaffee trinken können wir hier nicht, ne? Ich glaube, eine Kaffeemaschine haben wir hier nicht. Nicht, dass ich wüsste. Oh, wir haben eh nur ein Fenster verloren. Scheiß drauf. Weiter geht's. Will aber links Memory konnte ich eh nicht herstellen, aber... So, wenigstens ein bisschen. Ja, die ist ja eh voll. Die, ja gut, die vier Schuss sind drinne. Gut, gehen wir erstmal wieder auf die Pistole. Ah, sind jetzt heute nicht komplett mit Muni, aber... Vielleicht reicht es ja, abwarten. Nicht, wenn ich sie vorher töte. Warum glauben Sie, dass es dies anders ist? Ich komme wieder, bis einer von uns tot ist. Dann kommen Sie, um das Semester beginnen. Okay. Stimmt, hier waren wir schon mal, ne? Hier waren wir definitiv schon mal. Mach doch mal die Taschenlampe an, mein Freund. Ich komme sofort zu dir, mein Freund. Du hast ja doch bestimmt noch, guck mal, wie hier eine Sicherung, ein paar Kleinigkeiten zum Rumliegen, oder? So, der ist mit ziemlicher Sicherheit da drinne. Oder da unten? Ja, hier waren wir schon mal, das stimmt. Man, da liegt was zum Einsammeln, aber... Ich weiß nicht, ob die das so gut ist, da runter zu gehen. Aber ehrlich gesagt, er ist garantiert da drin. Ich werde es einmal tun. Wie gesagt, hier waren wir schon mal. Oh, da ist irgendwas zum Einsammeln. Das möchte ich gerne haben. Ich glaube zwar nicht, dass das die schlauste Idee ist, hier runter zu gehen. Vor allem, weil das hier alles Blut ist oder sowas. Ah.
Eine dämliche Spritze. Okay, warte mal. Da wir ja eh angekrotzt sind hier, wir nehmen die eine Spritze. Sehr schön. Nehmen wir die, glaube ich, wieder mit. Dann haben wir die zumindest wieder voll. Ja, oh. Hier ist eine Resonanz. Okay. Okay. Exzellent. Beweisen Sie mir Ihre Treue. Bringen Sie mir... Ja, den gucken wir mal. Sie haben sie gefunden. Exzellent. Sie sind etwas Besonderes. Immer schon gewesen. Darum habe ich Sie hergebracht. Und Sie Ihren eigenen Raum erschaffen lassen. Beweisen Sie mir Ihre Treue. Bringen Sie mir den Kern. Aber natürlich. Sie sind Künstler, Stefano. Das respektiere ich. Aber erst brauche ich das Mädchen. Alles klar, er hat Stefano also drauf angesetzt. Nur Stefano hatte andere Pläne. Stefano wollte den Kern für sich, was ihm wohl nicht passte. Und dessen wollte er ihn dann letztendlich doch auslöschen. Gut, den gehen wir hier mal rein, wa? Ich meine, wir waren ja schon mal bei ihm. Das ging nicht so gut aus. Wenn Sie die Verzweiflung kosten möchten, können Sie das gerne tun. Das ist nicht Lilly. Fall nicht wieder drauf rein. Du hast mir das angetan. Du hast mich nicht gerettet. Steph, wie heißt er nochmal? Sebastian, fall nicht drauf rein. Die gleiche Masche hat er schon mal abgezogen. Alles okay, Süße. Ich werde es in Ordnung bringen. Ich hab dich so lieb, Lilly. So war es und so wird es immer sein. Und diesmal rette ich dich. Versprochen. Na, diesmal fällt er nicht drauf rein. Okay. Sie haben einiges von ihrer Schuld und ihrem Schmerz überwunden. Aber die Traumata ihrer Vergangenheit reichen tief. Ich weiß alles über sie. Weiß, was unter der Oberfläche liegt. Sie schöpfen aus einem tiefen Brunnen der Angst. Sie haben viele Schrecken erlebt und sie werden von ihnen verfolgt. Erinnern Sie sich, wo es begann? Erinnern Sie sich an Beacon? Nein. Sie erinnern sich daran. Oh oh. Ja. Er lässt sie nochmal biegen durchleben. Oh nein. Lauf, Junge, lauf! Hm. Okay, ja. Das ist so ein Bastard. Was? Och nö. Ich hab diese Scheiße satt. Okay, er hat gelernt. Er weiß, dass das alles nur sein Gedanken ist. Als würde mich das aufhalten. Okay, jetzt zahlt Sebastian ihm das Heim. Vor allem, der sitzt doch so gemütlich und wartet. Okay. Okay.
Also das ist schon... Fick dich. Sag mal, Sebastian. Wir wollen doch nicht unsere Ausdrucksweise vergessen. Ach du Scheiße. Und weiter geht's, ja. Alles Erinnerungen an seine Zeit in Beacon. Das nützt Theodore gnadenlos gegen ihn aus. Ja, der Tresorman. Och, das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Gib mir mal eine Schrotze. Was das? Glaube nicht. Ich meine, gut, damals hat er deutlich mehr ausgehalten. Da war der Viech ein Boss. Aber... Oh, das war's auch noch nicht. War es noch einer? Okay. Zwei. Okay. Was das jetzt? Das kostet mir zu viel Money hier. Okay, das sind eindeutig Anspielungen an den ersten Teil. Nein. Das ist die, die ich erwähnte, diese Spinnviech. Ja. Namens Loch. Alter, man muss hier echt nochmal die ganzen Kämpfe drücken. Und tu es wieder. Man muss hier echt nochmal alles durchleben. Okay. Hallo? Ich hab das vielleicht damals schon gehasst. Dreh, 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 dreh. Nein! 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 Ah, echt jetzt? Das Viech ist noch genauso übel wie damals. Ich hab dich schon mal verbrannt. Und tu es wieder. Dann müssen sie verbrennen, anders kriegst du sie nicht tot. Ah, verzieh dich. Wo ist denn das Viech? Ah, Abflug. Oh, da ist sie ja schon wieder. Komm, dreh, 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 dreh. Ich muss sie irgendwie ins Feuer locken. Frage ist nur wie. Da kommt sie schon wieder. Frage ist nur wie, ne? Den kann ich nicht mehr drehen. Den kann ich auch nicht einsammeln. Weiß ich. Jetzt, 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 komm! Echt nicht? Die war zu weit weg? Ah, ich hasse das Viech. Wo ist sie? Da.
Ja, komm. Jetzt. Ja. Okay. Das fiel verdammt halt schon zu üben. Was haben Sie sonst noch zu bieten? Au! Das war Myra. Ja. Myra? Sie muss in Sicherheit bleiben. Ich beschütze sie vor jedem, der sie mir wegnehmen will. Du hast es geschafft. Er ist tot. Nein, noch nicht. Gehen wir nach Hause. Nein! Die Macht des Kerns ist mein. Oder auch nicht. Oh, leicht getrocknet aus der Güte. Lily ist jetzt sicher. Wo ist sie? Holen wir sie und dann raus hier. Myra ist auch nicht mehr die, die sie mal war. Sie hält Sebastian, obwohl er der Vater ist, auch für einen Feind. Das Problem, ich kann zwar verstehen, dass sie Lily schützen will, aber sie hält Lily quasi damit auch gefangen. Lily muss aus dem Stem raus. Myra? Oh je, aber eben das Spinnviech, das gleiche Problem wie damals. Man konnte das Viech nur töten, indem man es verbrannt hat. Und das Viech war damals noch schneller als jetzt. Das war so übelst, das Viech ins Feuer zu kriegen. Das konntest du schon echt kaum mehr erzählen. So, warte mal, jetzt muss ich erstmal die Isonige machen. Spritze brauchen wir jetzt nicht nehmen. Da haben wir fast alles verballert, aber das brauchten wir leider. Schon allein für diese Tresurmänner, den gucken wir erstmal hier rein, ne? Also, wie es aussieht, hat sie hier gerade die komplette Kirche zerlegt. Nicht nur die Kirche. Die den kompletten Rest der Stadt zerlegt, würde ich sagen. Davon ist nicht mehr viel übrig. Oh Gott. Von diesem Ort ist fast nichts mehr übrig. Was hast du vor, Myra? Hier ist so gut wie gar nichts mehr übrig. Okay. Suche nach Myra, ja. Ja, und die paar Leute, die noch leben, hat sie getötet. Wie es aussieht. Okay, haben wir denn jetzt wenigstens eine Karte? Nein, das Ende dieser Welt. Gut, dann sind wir jetzt in Kapitel 15. Dann sehen wir mal, was uns hier noch erwartet. Noch haben wir Lily ja immer nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Bye, bye.